Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Am Freitag, wir haben wie immer freitags eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch. Meldet euch unter 0800 220 5050. Wenn ihr gerne möchtet, würde ich mich auch gerne mit euch unterhalten über die schlimmen Ereignisse in den USA, über die Flut- und Sturmkatastrophe dort und die Auswirkungen und vielleicht auch, wenn es euch interessiert, über die explodierenden Benzinpreise. Also, egal über was ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Vanessa und Vanessa ist 19 Jahre alt. Hallo Vanessa. Hallo Domian. Hallo. Um was geht's bei dir, Vanessa? Ja, es geht darum, dass ich seit einem Jahr ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann habe. Mhm. Seit einem Jahr? Seit einem Jahr. Mhm. Wie alt ist der verheiratete Mann? Der ist 36. 36. Und hat zwei Kinder. Mhm. Wer weiß von diesem Verhältnis? Nur noch eine Freundin von mir. Eine Freundin von dir. Also das Ganze läuft sehr, sehr geheim ab. Genau. Wie ist es zu diesem Kontakt gekommen, zwischen dir und diesem Mann? Ja, das war vor, wie gesagt, einem Jahr. Da saß ich in einem Café, habe auf meine Freundin gewartet, die kam nicht. Saß ich da alleine rum und er saß am Tisch neben mir und da hat er mich angesprochen. Mhm. Wir haben Treffen ausgemacht und am Anfang haben wir also mit in einem Hotel getroffen und das war halt eine reine Sexbeziehung. Mhm. Von Anfang an? Also am Anfang war es wirklich Sex? Genau. Purer Sex. Gleich bei dem ersten Treffen ging es gleich ins Hotel und ab die Post. Genau. So, ja. Und jetzt halt im halben Jahr ist das halt so, dass ja, ich muss sagen, ich habe mich total in ihn verliebt, weil es wirklich ein total netter Mann und er gefällt mir total und es ist halt so, er hat mir gesagt, dass er sich auch in mich verliebt hat. Mhm. Und er verspricht mir schon seit einem halben Jahr mit seiner Frau Schluss zu machen. Mhm. Ich meine, irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass er mich eigentlich liebt, weil er ist immer so nett zu mir und er versteht mich und er macht immer. Woran merkst du, dass er dich versteht? Er redet mit mir über alles und irgendwie, er versteht mich einfach. Was ich ihm erzähle, er versteht das, er hat Verständnis für alles und er macht mir halt immer Geschenke und. Wie oft seht ihr euch im Moment, so durchschnittlich? In der Woche? In der Woche, ja. Manchmal ist es auch jede zweite Woche, aber wenn es gut ist, zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Wo trefft ihr euch dann? Nach wie vor im Hotel? Im Hotel oder mal in der freien Natur. Geht es denn immer einher mit Sex oder trefft ihr euch auch mal nur so? Wir treffen uns manchmal auch nur so. Ja. Aber das ist eher selten der Fall? Eher selten, ja. Und so, nur verspricht er dir oder macht dir Hoffnungen, dass er seine Frau und seine Kinder eventuell verlassen würde für dich und eure Beziehung? Genau. Glaubst du dem das? Nein, und zwar aus dem Grund, weil wenn ich ihn mal anrufe und er ist zu Hause, dann wimmelt er mich sofort ab, wenn seine Frau in der Nähe ist oder wenn ich ihn mal mit seiner Frau sehe, oder wendet er sich ab. Und wenn ich ihn darauf anspreche, wenn er dann endlich mal mit seiner Frau darüber reden will, dann lenkt er immer ab. Das heißt, du kennst seine Frau, du weißt auch, wo er wohnt? Ich weiß, wo er wohnt, aber seine Frau, mit der habe ich mich noch nie unterhalten, die weiß ja nichts davon. Also, ja, aber die kannst du vom Ansehen, kennst du die schon. Mhm. Spricht er bei dir über die Beziehung zu seiner Frau, wie die läuft, ob die glücklich sind, ob die nicht glücklich sind, wo die Probleme haben und so weiter? Ja. Und wie sieht das aus bei denen? Er meint halt, dass mit dem Sex überhaupt nichts mehr läuft. Mhm. Wie lange sind die verheiratet? Seit 10 Jahren. Mhm. Und dass halt nicht sexuell gar nichts mehr läuft und sie halt immer zickiger wird und also er mit mir viel, viel glücklicher ist und so sagt er. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich glaube in letzter Zeit, dass er mich wirklich nur so in Anführungsstrichen als Betthäschen benutzt. Ja. Wie alt sind die Kinder?
Die Kinder sind 4 und 6. Wenn er von denen spricht, spricht er überhaupt von denen mal? Nein, von den Kindern nicht. Gar nicht? Nein. Also du weißt gar nicht, was die Kinder ihm bedeuten? Nein, das weiß ich nicht. So, jetzt würde man natürlich als Außenstehender sofort auch sagen, Vorsicht, Vorsicht, du bist 19 Jahre alt, der ist 36, der benutzt dich da als Betthäschen. Ehrlich gesagt klingt es wirklich auch so. Ja. Wenn du es aber von dir aus schon sagst, du hast ja viel mehr Informationen und kriegst viel mehr Stimmungen mit, als du mir jetzt mal gerade in ein paar Minuten erzählen kannst, nehme ich das verdammt ernst und glaube, dass das dann auch stimmt. Ja. Vor allen Dingen, wenn der selbst schon sagt, die Luft ist raus, sexuell bei denen, hat er da vielleicht sein Nest, sein Heim, seine Kinder, die ihm wahrscheinlich, hoffen wir mal, sehr wichtig sind, will das nicht aufgeben und hat nebenher eine knackige, junge, 19-jährige Frau, mit der er guten Sex haben kann. Ja, das Problem ist einfach, ich will ihn als festen Freund. Ich will nicht nur mehr diese Sexbeziehung haben. Ich will ihn aber auch nicht verlieren und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ja, aber das ist die Quadratur des Kreises, die du da haben willst. Alles geht nicht. Alles auf einmal geht nicht. Wenn du jetzt ihm sagst, ich will dich nicht nur als Sexbeziehung haben. Mhm. Ich will, dass wir eine richtige Beziehung haben. Ja. Bin ich gespannt, wie er reagiert. Vermutlich wird er sich irgendwie rauswinden für eine Weile und es versuchen, so weiterlaufen zu lassen. Ich habe ihm das ja schon gesagt. Wie reagiert er darauf? Er sagte, ja, ich muss das noch, ich muss das erstmal regeln mit meiner Ehefrau, ich muss das erstmal in Ruhe schon beibringen. Das sagt er schon seit einem Jahr. Ja, eben, das ist genau das, was ich meine. Er windet sich, er versucht Zeit zu schinden, er versucht dich so lange warm zu halten, wie es irgendwie möglich ist, um dich halt bei der Stange zu haben. Ja, deswegen habe ich ja auch nicht angerufen, weil da weiß keiner von, außer meine Freundin, die ist genau in meinem Alter und die meint einfach nur so, dass das vielleicht was wird und so. Und deswegen wollte ich dir das eigentlich erzählen, weil du ja sozusagen ein erfahrener Mann bist und wie du das eigentlich siehst. Ich würde an deiner Stelle, wo da jetzt wirklich Gefühle mit im Spiel mittlerweile sind, von deiner Seite aus zumindest, ich würde das nicht lange mehr mitmachen. Ja. Und ich würde mich da auch nicht lange so vertrösten lassen. Ja. Wenn der das wirklich ernst meint, wirst du das merken sehr bald, ob er das ernst meint und ob er entsprechende Schritte eingeleitet hat. Was hätte er ja schon eigentlich machen können? So, genau. Wahrscheinlich schon, du hast recht. Dann ist natürlich die bittere Konsequenz für dich daraus, dass du ihn vermutlich verlieren wirst. Wenn du dann sagst, nein, auch kein Sex mehr, dann interessiert er sich für dich nicht mehr. Der will dich nicht als platonische gute Freundin haben, sondern der will mit dir in die Kiste gehen. Ja, ich meine, ich habe ihm noch nie gesagt, dass dann mit Sex auch nichts mehr läuft. Also das habe ich ihm noch nie gesagt. Aber ich meine, das will ich nicht mehr. Ich bin jetzt nicht so ein Betthäschen. Ich würde auf keinen Fall an deiner Stelle, Vanessa, mich darauf einlassen, also mich noch weiter sehr auf sehr lange hinaus vertrösten lassen. Mhm. Und ich würde auch nicht sagen, okay, wenn schon das andere nicht klappt, dann wenigstens Sex. Mach es nicht, weil das reißt immer wieder die Wunden auf und der seelische Schmerz ist da, dass du ihn nicht wirklich kriegen kannst. Dann musst du hart gegen dich selbst sein und musst sagen, okay, dann geht das eben mit dem nicht. Das war's dann. Außerdem, wenn du da irgendwie noch drin hängst, bist du ja blockiert auch für alle anderen Geschichten, für alle irgendwie andere Beziehungen oder andere Menschen kennenzulernen. Ja, ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich an anderen interessiert im Moment. Ja, klar, ist mir klar. Also ich würde es nicht mehr an deiner Stelle nicht lange mehr mit mir machen lassen und wenn, dann auch hart die Konsequenzen ziehen und gehen. Mhm. Ja? Ja. Liebe Vanessa, alles Gute, toi, toi, toi. Danke für deinen Rat, Domian. Bitteschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Samstag. Eigentlich ist ja heute schon Samstag, aber ich sage, morgen ist Samstag. Für mich ist das irgendwie morgen erst. Morgen ist Promi-Tag hier bei uns im WDR-Fernsehen bei Domian. Mein Gast ist Cordula Stratmann. Annemie Hülchrath oder die Frau von der Schillerstraße. Um 23.30 Uhr hier im WDR-Fernsehen ist Cordula Stratmann mein Promi-Gast. Und wenn ihr euch auch gerne mit Cordula Stratmann unterhalten wollt, dann ruft am besten heute schon an oder mailt am besten. Nicht anrufen, sondern mailt uns am besten unter domian@wdr.de und meldet eure Frage an. Jetzt geht's weiter mit Marcel und Marcel ist 18 Jahre alt. Hallo Marcel. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Es geht bei mir um New Orleans. Um New Orleans. Genau. Nämlich darum, dass ich es sehr interessant finde, dass uns gerade diese vorbildliche Nation vorlebt, wie man es eben nicht macht. Also Marcel, ich finde es schrecklich, dass... Ich bin fassungslos, was ich da im Fernsehen sehe. Ich auch.
Denn ich sehe CNN jeden Tag. Ja. Ich sehe Bilder von patriotischen Amerikanern, mhm. die mit Pistolen da stehen mhm. und sagen, wir knallen jeden ab, der bei uns ein Stück Brot holen. Mhm. Ich finde es grauenvoll, die mhm. Mentalität, Menschen mhm. sterben zu lassen, mhm. bloß um Besitz zu schützen. Ich finde es auch grauenvoll, dass dieser so tolle Cowboy-Präsident ja. noch eine Weile Urlaub macht auf seiner ja. Ranch. Und jetzt mit seinem einmal vorbei mit dem Flugzeug, winkt schön runter. Genau. Oder er war heute in irgendeiner kleinen Stadt und da gab es einen Trupp, der vorne vorweggegangen ist, hat alles aufgeräumt, ja. hat die Leichen von den Straßen geräumt, der Präsident fuhr durch. Ja, am besten noch einen schönen roten Teppich ausgerollt. Und dann war es das. Dann war es ja, das klar. Ganze. Ja. Und das ist dann die humane Hilfe in den USA. Mhm. Na danke. Und jetzt, mhm. jetzt kriegen sie das, was sie gerade nicht mehr brauchen, nämlich noch mehr Öl. Mhm. Mhm. Und das ist auch... Heute Morgen hieß es noch, ja, wir wollen den Amerikanern helfen, indem wir ihnen mehr Öl geben. Mhm. Gegen Mittag hat sich die Meldung dahingehend geändert, dass man gesagt hat, ja, man will dadurch die Ölpreise wieder in Ordnung bringen. Mhm, zumindest stoppen. Ja. Ja. Ich merke schon, du bist ja ein sehr interessierter Bursche. Ja. ich fand es heute auch ein bisschen absurd, muss ich sagen. Es geht jetzt wieder um Spendenaufrufe. Ne? Ja. Ja. Ich muss sagen, Mir tut es in der tiefsten Seele weh, wenn ich sehe, wie die Menschen dort leiden. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite bin ich eigentlich nicht gewillt, dafür zu spenden. Das ist das reichste und mächtigste Land ja. der Welt. Wenn die wollten, könnten die innerhalb kürzester Zeit ihre Armee einsetzen und alle Menschen werden versorgt. Naja, aber die Armee ist ja momentan stationiert im Irak. Im Irak. Die Leute da ja nicht von weg. Zum Beispiel. Oder aber Herr Bush könnte ja seine Freunde aus der Ölindustrie mal anpumpen. Nach meinen Informationen, ich habe es von der Tagesschau, ja. Haben die großen Ölmultis, das muss man sich mal vorstellen, im ersten Halbjahr 2005 ja. 30% Gewinnsteigerung. Klasse. Das sind um die 30 Milliarden ja. Dollar. Ja. So. Und die wenn da jetzt ein George W. Bush ankommen würde und sagen würde, hey, ihr könnt mir ja auch mal helfen, mhm. was meinst du, was die Leute sagen würden? Mhm. Die würden erstmal mit einem ganzen Stab an Anwälten mhm. ankommen. Mhm. Und es wird sich so lange hinziehen, bis die alle erstmal da gestorben sind. Also ich muss wirklich sagen, heute, ich habe es mir die Tage immer so angeguckt und wie man so viele schlimme Sachen im Fernsehen sieht, irgendwie hat es mich noch nicht so richtig betroffen gemacht. Aber also, heute war ich von Socken. Heute war ich wirklich von Socken. Es hat mich teilweise in den letzten Tagen, auch auf CNN sieht man auch ein bisschen mehr als mhm. auf den deutschen Kanälen, wirklich, ja, total schockiert, mhm. wie sich die Leute da hinstellen und sagen, jeder, der hier in meinen Laden einbrechen will, mhm. um sich irgendetwas mhm. zum Essen zu holen, der wird von mir erschossen. Ich verstehe zum Beispiel auch gar nicht, was die Politik da für ein Brimborium macht bezüglich der Plünderer. Ja. Ich finde es nicht schlimm zu plündern, wenn jemand Hunger hat, richtig. Wenn jemand Durst hat richtig. Und sich aus einem Supermarkt, der sowieso völlig kaputt ist, richtig. Ein paar Flaschen Wasser rausholt. Was will denn derjenige, der diesen Supermarkt besitzt, noch mit seinen Waren machen? Eben. New Orleans mhm. ist zu 80% zerstört. Mhm. Und das wird sich in den nächsten 3 Monaten noch nicht ändern. Mhm. Und es ist eine enorme Katastrophe. Und es ist sehr interessant, dass es bei der großen Katastrophe im Dezember mhm. besser zuging, als jetzt hier. Mhm. Man hat Angst vor Seuchen. Warum räumt man denn die Leichen nicht endlich mal weg? Mhm. Warum? Man hat damals im Dezember, nach 3 Tagen, glaube ich, schon die ersten Menschen identifiziert. Mhm. Daran mhm. denken die noch nicht mehr. Aber weißt du, Marcel, du hast es gerade so gesagt, die Armee ist im Irak. Das mhm. stimmt natürlich. Andererseits ist da noch genügend Armee da, die nur gezielt eingesetzt werden müsste. Der Bürgermeister von New Orleans hat ja heute, oder gestern war da schon, so einen sehr emotionalen Aufruf und eine Beschimpfung quasi ja. formuliert an die Verantwortlichen. Warum tut er nichts? Warum schickt er mir keine, ich weiß nicht, 10.000 von Hilfskräften? Und so weiter. Warum machen sie es nicht? Warum war, nicht? Dass ein paar Stunden vorher der louisianische Gouverneur mhm. diese ganzen Aktionen hochgelobt hat mhm. und sich sehr gefreut hat, dass sich die Bürgerwehr engagiert. Mhm. Und andersrum gesehen, ja, ich meine, du sagst es gerade, es sind viele Leute noch da zu Lande stationiert. Warum werden dann andauernd Freiwillige gesucht, die in den Irak gehen? Mhm. Nicht? Der Irak ist eine Aufgabe, die schwer zu bewältigen ist und mhm. die haben die Hauptarmee dorthin geschickt. Und die wenigen, die jetzt noch da sind, die schicken sie auch nicht mehr dahin. Das ist auch klasse. Mhm. So, ich muss ja auch sagen, dass ich noch ein weiteres Gefühl habe, wenn ich das mir so anschaue. Ich sage es mal einen sehr bösen Begriff, der mir zumindest in der letzten Zeit heute auf jeden Fall so in den Kopf geschossen ist. Ja. Das kann auch was Rassistisches ja. haben. Ja, wenn ich
CNN gucke, dann sehe ich nur Schwarze innerhalb so, des Staates. Genau. Wenn das reiche Weiße wären, ja, wäre Herr Bush wahrscheinlich schon längst da mit seiner Armee und hätte eingegriffen. Selbstverständlich. Also es ist empörend. Es ist wirklich empörend. Ich habe so überlegt, wenn das in Deutschland passiert wäre, bei uns lief es anders. Wenn es ich in denke auch. Ja, da bin ich sicher. Denke auch. Ich denke, wenn es sogar in Asien, in Entwicklungsländern ja, anders läuft, dann muss es hier anders laufen als dort. Und auch die Mentalität der einzelnen Leute, das ist wirklich derart erschreckend, wie sich da jemand hinstellt, so ein alter Cowboy quasi, und meint, ja, Bürgerwehr, das ist toll, jetzt schließen wir alle erstmal ab. Und erzählt den Leuten heute irgendwas davon, ja, wir bauen das wieder auf mit Balkons und es wird alles so schön. Das interessiert die Leute im Moment nicht, ob da ein Balkon gebaut wird, Richtig. Sondern die Leute wollen ihr Leben retten und wollen was zu essen haben und Medikamente. Da sind Menschen, dessen Kinder sind tot, dessen Babys sind dehydriert und die Leute flehen und schreien und George W. Bush flog einmal mit seinem Flugzeug vorbei. Das ist klasse. Also, es ist empörend. Es ist wirklich hochgradig empörend und ich hoffe, dass dieses zumindest den Effekt haben wird, dass die Leute in Amerika, die ihn gewählt haben, dass sie durch dieses Ereignis vielleicht mal aufgerüttelt werden, was sie da für einen Präsidenten haben. Ja, und was die Republikaner ausmachen. So, genau. Ja, der USA. Ja. Und dass man sich vielleicht mal Gedanken macht, demnächst ein Stimmchen für die Demokraten. Marcel, danke für deine Meinungsäußerung. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, ruft an. Wir können uns über Amerika unterhalten, aber auch wir können uns auch über die extrem hohen Benzinpreise unterhalten, wenn ihr das wollt und möchtet. Egal was, jedes Thema ist möglich. Oder mailt uns unter domian@wdr.de. Hier ist Susanna und Susanna ist 32 Jahre alt. Hallo Susanna. Hallo. Hallo. Dein Thema. Domian, erstmal wollte ich sagen, dass ich seit einem halben Jahr probiere, bei dir anzurufen. Schön, dass du durchgekommen bist. Ja, also mein Thema ist, dass wir seit einem halben Jahr ein Verhältnis oder eine Partnerschaft mit einem anderen Pärchen haben. Also dein Freund und du. Mein Mann. Dein Mann und du. Mhm. Seit einem halben Jahr. Ja. Was heißt das genau? Ja, wir haben uns im Internet kennengelernt. Und haben dann im Internet schon gemerkt, dass es sehr geknistert hat. Mhm. Kann man das im Internet merken? Ja. Beim Chatten? Ja. Beim Chatten merkt man, dass es knistert? Ja. Wie ist das möglich? Ohne Sprache, ohne sich sehen? Ne, wir haben uns gesehen. Ach, immer mit Cam oder was? Ja, genau. Ah. Ganz pfiffig. Ja. Was habt ihr denn da gemacht mit der Cam? Habt ihr nur gesessen, habt Däumchen gedreht und euch schon unterhalten? Nein, nicht wirklich. Nicht alle schon. Also Schweinkram habt ihr auch gemacht. Ja. Ja. Okay. Ja, wir haben entschieden, also besser gesagt, wir haben dann gesagt, dass wir uns gerne so kennenlernen möchten, aber wir wollten es nicht zu Hause machen, weil so kennenlernen, weil man weiß ja, also man wusste nie so genau, was jetzt ist. Es ist ja dieses Neue gewesen. Ja. Aber dennoch habt ihr euch dann getroffen irgendwann. Ja, dann haben wir uns getroffen, dann haben wir uns in einem Club getroffen. Mhm. Und das war sehr schön. Ja. Warum also, in einem Club und warum nicht bei einem Pärchen zu Hause? Ja, um noch dieses Private zu behalten. Ich verstehe. Ich verstehe. Dass es so ein bisschen anonymer ist und in einem neutralen Umfeld stattfindet. Ja, genau. Mhm. Aber das hat sich sehr schnell gelegt. Also das hat sich am ersten Abend, wir haben uns vom ersten Abend an super, es war einfach, ja, wie so ein Sechser im Lotto, sagen wir. Ist das denn jetzt heute, ist das so eine gute Freundschaft mit sehr viel Sex oder sind da sogar Gefühle dabei? Da sind sehr viele Gefühle dabei. Da sind sehr viele Gefühle dabei. Würdest du sogar sagen, dass du ein bisschen in die beiden oder in den Typ zumindest verliebt bist? Ich bin in sie verliebt und ich bin in ihn verliebt. Ach. Andersrum ist es genauso. Also die andere Frau ist in dich ein bisschen verliebt und in deinen Partner? Ich, ja, auf jeden Fall. Und die Jungs, wie ist es bei denen? Ja, es ist einfach nur klasse. Also die mögen sich gegenseitig auch, die Jungs? Ja. Ja. Also Männer, es sind keine Jungs. Nein, ist mir Entschuldigung, ja, die Männer, klar. Ist das auch so hat das auch immer so eine bisexuelle Komponente bei euch? Rundrum? Also es hat nicht, bei den Männern nicht. Bei den Männern nicht? Mhm. Nein, also bei uns Frauen auf jeden Fall. Ja, ihr macht sowas ja eher, ne? Ja. Wie man das so hört. Ja, also denke ich schon. So, was heißt denn das jetzt? Wie oft seht ihr euch zum Beispiel?
Ja, leider sogar, weil wir wohnen 300 Kilometer voneinander entfernt. Das ist weit. Das ist weit, ja. Sehen wir uns ja alle 2 Wochen, alle 3 Wochen. Und dann kracht aber die Schwarte, oder wie? Dann kracht die Schwarte. Ah ja. Also im Klartext, die Sexualität steht da schon im Vordergrund. Auf jeden Fall. Ja. Das heißt, wenn ihr euch seht, ist das ein richtig schönes Wochenende mit allem drum und dran. Aber wir können auch anders. Also ja. Das ist ja das Faszinierende daran. Ja. Also es ist nicht nur der Sex. Also ihr könnt euch auch gut am nächsten Morgen gut unterhalten und, weiß ich, nett was essen gehen oder weiß ich was. Ja, wir verstehen uns auch so. Also ja. Das ist wirklich, wir haben Urlaub jetzt zusammen gemacht mit den Kindern. Achso, ihr habt Kinder? Ja. Wie viele Kinder habt ihr? 3. 3. Und die anderen? 2. 2. Ja. Die wissen aber nichts, die Kinder wissen aber nicht, was da noch sonst so abgeht. Nein, um Gottes Willen. Die sind auch noch klein, die Kinder? Ja. Ja. Um Gottes Willen, nein. Also so viel Anstand und Benehmen haben wir. Ja, das ist auch notwendig, finde ich, vor allem, wenn die Kinder auch klein sind. Ihr tretet dann so als befreundete Familien in Erscheinung quasi. Ah, mein Telefon quietscht so komisch. Ja, ich höre es auch quietschen. Wolltest du mir das einfach so erzählen oder liegt irgendwie doch ein Problem in der Luft? Nein, es liegt gar kein Problem in der Luft. Also, ich wollte das nur erzählen, weil das einfach nur Wahnsinn ist, was wir miterleben und wir können es selber nicht erklären, wie es ist. Das ist aber wirklich auch ein Glückstreffer, wie du sagtest. Ja. Es ist ja schon schwer, dass sich 2 einzelne Leute treffen und sich dann toll finden, aber dann gleich ein paar, wo 4 aufeinander kommen und das alles miteinander passt und das ist schon eine tolle Angelegenheit. Genau, und dass das Knistern nach einem halben Jahr noch genauso ist wie am ersten Tag, ja. Das ist einfach... Und da gibt es auch keine Eifersüchteleien? Nein. Gar nichts? Nein. Also wir haben für uns selber gewisse Regeln. Welche sind das? Ja, also ja, die kann man schlecht beschreiben. Also wie soll ich die Regeln beschreiben? Also wir sagen jetzt nicht, das und das wird nicht gemacht. Mhm. Also das wird nicht gesagt. Mhm. Aber für uns selber würden wir nie so das so weit kommen lassen, dass ich jetzt im Streit, dass wir uns streiten oder so. Aber Frage, um es konkret zu machen. Ja. Du schläfst durchaus mit dem anderen Mann. Nein. Nein. Ah, da haben wir schon eine klare Regel. Du schläfst mit der anderen Frau. Ja. Ach. Und die Jungs, die Männer, die gucken zu dabei. Die gucken nicht mehr zu. Sondern? Ja, die sind aktiv bei ich verstehe, bei sich selbst. Nein. Bei den Partnern, zu denen sie gehören. Ja, aber wenn ihr beiden Frauen zusammen schlaft, dann sind ja keine anderen Partner mehr da. Doch, wir sind ja noch miteinander dann auch da. Ach so, auch. Alles ist dann, verstehe. Also es gibt schon Spielregeln, klares Reglement. Und das hat sich jetzt irgendwie schon so ergeben, dass es da gar keine Schwierigkeiten, dass keine Schwierigkeiten auftreten. Das waren überhaupt nie Schwierigkeiten und das ist ja das Tolle daran. Ein blindes Verstehen quasi von Anfang an. Genau so sieht es aus. Seid ja ungefähr im gleichen Alter? Ja. Also perfekt. Ja, interessante Sache. Habt ihr da schon früher drüber nachgedacht und euch das mal gewünscht? Oder? Also mein Wunsch war es länger, schon seit längerem. Ja. Also wir haben auch, also mit meinem Mann habe ich sehr oft darüber geredet. Und dann haben wir als erstes wollten wir nach einer Frau suchen. Und dann waren die eben im Internet an dem Tag. Wir haben sie gesehen. Und das war alleine, da sitzen so viele einsame Männer vor, wenn du dieses Ding dann so an, also die Cam dann anmachst, dann denkst du, nee, und klickst dann gleich wieder auf aus. Und bei denen, wir haben sie gesehen und es war Magie. Wie lange bist du mit deinem Mann? Wie lange seid ihr zusammen schon? Also ich bin jetzt seit 14 Jahren mit meinem Mann fast verheiratet. Seit 14 Jahren verheiratet. Würdest du sagen, dass dieses Erlebnis jetzt mit dem Pärchen, also dieses Gruppensex-Liebeserlebnis, dass das eure Sexualität, wenn ihr alleine seid, und ihr seid ja öfters alleine, auch noch belebt wieder hat? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also nur gut für euch? Ja. Ja. Interessant. Glückwunsch. Also Glückwunsch. Das heißt nicht, dass jetzt meine Beziehung eingeschlafen war. Nein, also wir haben schon sehr guten Sex. Und ich glaube, das geht auch nur, wenn man guten Sex hat und wenn man sich wirklich liebt. Ja. Aber das ist eine schöne Bereicherung jetzt. Ja. Susanne, grüßen wir die anderen sehr herzlich alle. Mache ich. Und ich fand das interessant. Ich beglückwünsche euch und auf dass das noch lange anhält und ihr da eine gute Verbindung habt alle. Das hoffe ich auch. Alles Liebe. Okay. Tschüss. Tschüss.
0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio, bei uns live und im WDR-Fernsehen, meldet euch unter der gerade angesagten Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Hinweis auf morgen nochmal, morgen Abend um 23.30 Uhr, um 11:30 ist mein Promi-Gast Cordula Stratmann. Und ihr könnt auch Cordula Stratmann etwas fragen, mit ihr euch unterhalten, wenn ihr anruft, morgen während der Sendung oder wenn ihr heute schon mailt unter domian@wdr.de. Oliver, 44, hier ist Oliver. Hi. Hallo Oliver. Ja, hallo, ja, beinahe hätte ich Domian gesagt, aber du heißt ja Jürgen. Ja, kannst du machen, wie du willst. Ja, okay. Also, ja, ich habe heute eine E-Mail geschrieben, weil ich einfach mal so ein bisschen erzählen wollte. Ich habe letztes Jahr einen Motorradunfall gehabt und habe dabei mein linkes Bein verloren. Oh, das ganze Bein? Jo, aber ganz. Also es fehlt sogar ein Viertel vom Hintern. Oh. Ja, also es war so, dass bei dem Unfall selbst ist der Unterschenkel abgerissen. Und dadurch, dass mein Becken gebrochen war und das war so, das klaffte so weit auseinander, sind da so ein paar Versorgungsleitungen gerissen. Und dann hat man mit in mehreren Operationen, von denen ich auch noch nichts mitgekriegt habe, also versucht, da noch so viel wie möglich von den Beinen zu erhalten, aber das ist alles schief gegangen. Und dann, ja, jetzt ist dann letztendlich so, dass, wie gesagt, sogar ein Viertel von der Hüfte fehlt. Ja. Wie ist denn der Unfall passiert? Ja, wie das selbst genau passiert ist, weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall kein anderer beteiligt. Was du, also du bist... Ich war alleine mit dem Motorrad unterwegs und... Bist du zu schnell gefahren? Bitte? Bist du zu schnell gefahren? Ja, das hört sich immer blöd an. Wenn Motorradfahrer nach dem Unfall sagen, ich bin nicht schnell gefahren. Aber ich bin an diesem Tag wirklich nicht schnell gefahren. Wobei, die fahren ja fast alle schnell. Ja, das stimmt. Also, ich krieg ja immer... Das ist richtig. Aber ich krieg ja immer den Hals, wenn ich... Bei schönem Wetter, hier beispielsweise bei uns in der Eifel, das ist ein beliebtes... Oh ja. Die fahren ja wirklich wie die Besenkten. Ja, das ist ja Wahnsinn. Wobei man auch wirklich sagen muss, man kann das als nicht Beteiligter nicht so ganz gut einschätzen, wie gefährlich das tatsächlich ist oder so. Ne? Also es sieht immer ein bisschen schlimmer aus. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin also sehr erfahrener Motorradfahrer, ich bin 10 Jahre sogar Motorradrennen gefahren und dementsprechend auf der Straße habe ich mich zurückgehalten. Und an diesem Abend dummerweise ganz oder komischerweise ganz besonders mir vorgenommen, einfach mal eine ganz ruhige Runde schön nach Hause zu fahren. Ja, und irgendwas muss passiert sein, hat nicht hingehauen. Also die Kurve war kein besonders schwere oder sowas. Also heißt, du kannst dich ganz konkret gar nicht erinnern, was passiert ich ist? Ich weiß alles bis eine Minute vor dem Unfall und eine Minute nach dem Unfall. Aber was genau passiert ist, haben wir nicht rausgekriegt. Du klingst ja sehr locker und als hättest du dich gut damit arrangiert. Ja, aber das habe ich von Anfang an. Also es ist... Während des Unfalls oder beziehungsweise als der Notarzt da war, ist so ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar, mein Freund, mit dem ich, oder mein Bekannter, mit dem ich zusammen vorher was unternommen hatte, der ist mit dem Auto auch nach Hause gefahren von dieser gemeinsamen Aktivität. Und eigentlich hatten sich unsere Wege getrennt. Das heißt, ich bin einen anderen Weg zurückgefahren als er. Und dann hat er aber gesagt, zu seinem Mitfahrer, ach, weißt du was, wir essen da und da noch eine Pizza, wir fahren auch da rum. Und hat dann nochmal rumgedreht und hat mich dann dadurch zum Glück sofort gefunden. Achso, das heißt, wenn der nicht gekommen wäre? Das wäre sehr schlecht gewesen. Er war so 2 Minuten oder unmittelbar nach dem Unfall da. Okay, das war dein Glück im Unglück. Ja. Dennoch erzählst du das so, naja, ich habe ein Bein verloren, ist ab, okay, alles wieder in Butter. Wundert mich schon. Ja, gut. Also, wie gesagt, das Missgeschick, was passiert ist, ist, dass der Notarzt dann irgendwann, während mein Kumpel also mit mir geredet hat und gesagt hat, das ist schon alles in Ordnung, dann finde ich das gut, da rief der Notarzt dann, wo habt ihr das Bein hingestellt? Oh. Und dann habe ich so gedacht, oh, das ist hier eine ernstere Sache. Das war richtig abgerissen. Ja. Du hast das nicht gemerkt? Nee, ich habe das nicht gemerkt. Er hat mich gefragt, wo tut's weh? Und dann habe ich gesagt, an der Hüfte tut's mir sehr weh, aber so, sonst habe ich nichts gemerkt. Und als er dann sagte, das haben wir da an die Leitplanke gestellt. Krass. So, und dann wusste ich, aber ich muss dazu sagen, was mein großes Glück ist, ich bin einfach ein immer sehr optimistischer Mensch und bin da, wie gesagt, von Anfang an gut mit klargekommen. Ich sag mal so, das einzige Problem, was ich tatsächlich damit habe, sind die Phantomschmerzen, die mich einfach immer wieder ereilen. Ja, das erzählen ja alle Leute, die so etwas haben erleiden müssen. Das heißt, du hast... Schmerzen im Bein, obwohl das Bein gar nicht da ist. Ja. Das ist schon verrückt. Ja, und das ist ganz irre. Also ich
kann genau, ich könnte also genau am rechten Bein zeigen, mhm, an welcher Stelle auf einen Millimeter genau heute der Schmerz war. Wahnsinn. Meinst du auch sogar deine Zehen bewegen zu können? Ja, manchmal meine ich, die bewegen zu wollen, weil ich eine Fluse zwischen den Zehen spüre oder sowas. Mhm. Und dann guckst du an dir runter und das Bein ist weg. Ja, ja. Und es passieren auch so Sachen, dass ich zum Beispiel auf die Toilette gehe und dann will ich mit dem linken Bein kurz die Tür hinter mir zuschubsen und merke dann, ja. Wie bewegst du dich fort im Moment? Auf Krücken? Ja, ja. Ich habe zwar eine Prothese, aber dadurch, dass ich überhaupt keinen Stumpf habe, ist das eine sehr aufwendige und sehr unangenehme Prothese. Das heißt also, ich bewege mich fast immer nur auf Krücken oder im Rollstuhl. Wie viele Wochen warst du im Krankenhaus? Ich war 6 Wochen im Koma, 10 Wochen in der Intensivstation. Wow. Und ja, dann irgendwie dreiviertel Jahr mit sämtlichen Reha-Maßnahmen und so. Wie sehr hat dieser Unfall dein normales Leben, deinen Alltag verändert? Eigentlich relativ wenig, muss ich wirklich sagen. Was machst du vom Beruf? Ich war zum Zeitpunkt des Unfalls war ich schon ein dreiviertel Jahr arbeitslos, worunter ich unheimlich gelitten habe. War vorher technischer Kundenbetreuer für Leiterplattenprodukte, also sowas ganz hochtechnisiertes. Bist du im Moment aber nach wie vor arbeitslos? Nee. Folgendes ist passiert. Ich hätte 4 Tage nach dem Unfall hätte ich ein Bewerbungsgespräch gehabt mit einer Firma, für die ich schon mal 11 Jahre lang gearbeitet habe. So nach dem Motto, ja, dann komm doch mal, vielleicht können wir wieder zusammenkommen. So, und dann hat meine Frau da angerufen und hat gesagt, der hat einen schweren Unfall und der kommt jetzt erstmal gar nicht. Und dann haben die gesagt, wir warten auf den. Ach, das ist ja toll. Und dann bist du viele Monate später dahin gekommen und die haben dich eingestellt. Ja, ein Jahr später bin ich dann dahin gekommen, also fast ein Jahr später. Das ist ja irre. Und habe mich mit denen unterhalten und dann haben die gesagt, okay, aufgrund der geänderten Situation kannst du nicht mehr in den Außendienst, aber wir brauchen hier einen technischen Berater im Innendienst und so weiter. Super, das ist wirklich super. Ich habe diesen Job gekriegt. Wie ist es denn so zu Hause mit deiner Frau? Wie nimmt deine Frau denn diesen schweren Unfall und auch die Behinderung? Wie geht die damit um? Also, die geht da sehr toll mit um. Die hat sehr, sehr gelitten, weil während dieser Koma-Zeit und so war also sehr oft völliger Alarm. Ne? Dass also wirklich die Ärzte nicht mehr wussten, wie es weitergeht, weil mein ganzer Körper völlig komisch reagiert hat. Der war dann irgendwie völlig vergiftet auf einmal und dann war der Kreislauf weg und die Nieren haben versagt und alles Mögliche so. Und da war es also sehr oft die Situation so, dass mein Leben echt am seidenen Faden ist, von dem ich natürlich alles nicht mitgekriegt habe. Aber da hat meine Frau natürlich unheimlich drunter gelitten. Und würdest du dich, Oliver, ich weiß gar nicht, ob das geht, würdest du dich nochmal auf ein Motorrad setzen? Ja, das würde ich schon machen und das geht. Es gibt also so Umbaugeschichten, sodass es geht ja im Prinzip nur ums Anhalten. Wenn man anhält, dass man dann nach links irgendwie nicht wegfallen kann. Also du wärst durchaus bereit, das zu machen? Ich würde das machen, tue es aber nicht, weil meine Frau also mich eindringlich darum gebeten hat, mich nicht mehr auf dem Motor. Verstehe ich. Wenn ich deine Frau wäre, würde ich genauso reagieren. Ja, und ich kann das absolut verstehen. Und wenn die mir so erzählt, wie ich habe also auch 2 kleine Jungs, der eine ist 12, der andere 10. Und die haben in der Zeit hier, die sind zusammengezuckt, wenn der Telefon ging, weil sie Angst hatten, der Krankenhaus ruft an und der Papa ist tot. Also, ich muss ja wirklich nochmal sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich ein tolles Gefühl ist, schnell auf einem Motorrad zu fahren. Ich bin kein Motorradfahrer. Ja. Aber das Risiko, was damit verbunden ist, du hast es jetzt gerade wieder erzählt, ist einfach immens. Ja, ist ja. Immens, ja. Ja, das ist, ich meine, das ist auch, sind auch so Sachen, wo ich auch drüber nachdenke. Sich wenn selbst. Wenn ein Unfall mit einem Auto passiert wäre. Ja, sich selbst zu schaden. Wären überall Airbags aufgegangen, ich hätte eine Kippe geraucht und alles wäre gut gewesen. Ja, also die Gefahr, sich selbst, natürlich, sich selbst zu schaden, aber eben auch anderen zu schaden. Ja, ne? Ja, klar. Aber ich bin froh, dass du so ein optimistischer Typ bist und freue mich, dass du so gut durch diese sehr schwere Zeit durchgekommen bist, Oliver. Ja. Und dass alles für dich eigentlich jetzt wieder in Ordnung ist. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Eine Frage noch. Ja. Habt ihr irgendwie Erfahrung oder kennt ihr jemanden, der sich mit Schmerztherapie in solchen Sachen auskennt? Weil ich habe schon gewisse Schmerztherapien durchgemacht, das hat alles nicht so ganz funktioniert. Würde ich dich gerne mit meiner Psychologin verbinden. Ja. Wir haben da bestimmt irgendwelche Anlaufstellen, die wir dir weitervermitteln können. Ja, legst du bitte auf und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Mach ich. Alles Gute. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Steffi ist hier. Steffi ist 36. Hallo Steffi. Ja, hallo. Hallo Steffi. Dein Thema. Mein Thema ist heimliche Prostitution. Das betrifft dann dich vermutlich. Genau, ja. Du gehst heimlich auf den Strich.
Ja, wohl. Du arbeitest heimlich als Hure. Genau, ja. Wo arbeitest du? Auf der Straße oder in einem Club? Nee, ganz privat mache ich das. Ich mache das zu Hause, von zu Hause aus. Wie von zu Hause aus? Du empfängst dann Leute bei dir zu Hause? Genau, ja. Ah ja. Lebst du alleine? Ja, Gott sei Dank sage ich jetzt mal dazu. Mein Freund weiß davon nicht. Aha, also es gibt einen Freund, aber du hast eine eigene Wohnung. Ja. Mhm. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? So knapp 3 Jahre jetzt. Ja, und wie lange läuft das mit der Prostitution schon? Oh, 10, 11 Jahre. 10, 11 Jahre? Ja. So lange? Ja. Und in diesen 10, 11 Jahren hat das niemand aus deinem Umfeld mitbekommen? Mein ehemaliger Vermieter hat das zwar mal mitgekriegt und die haben dann eine Räumungsklage bekommen. Aber jetzt, wo ich jetzt wohne, da konnte ich ja so ein bisschen vertuschen. Das heißt, du bist seit 3 Jahren mit deinem Freund zusammen. Der hat überhaupt keinen blassen Schimmer, dass du nebenher als Hure arbeitest. Genau, ja. Arbeitest du das hauptberuflich, sage ich mal so, oder machst du es nebenher? Ich bin hauptberuflich Hartz-IV-Empfänger. Was bist du hauptberuflich? Hauptberuflich Hartz-IV-Empfänger. Ah, Hartz-IV-Empfänger, ach so, verstehe. Ja. Mhm. Und ich bin schon jetzt etwas längere Zeit arbeitslos und wollte mir damit auch so ein bisschen mein Taschengeld ein bisschen aufbessern. Verstehe. Und aber du hast es schon auch gemacht, als du früher noch gearbeitet hast? Ja, also wo ich noch Arbeit hatte, habe ich das so nebenbei gemacht. Mhm. Was hast du gearbeitet früher? Zuletzt war ich in so einer Schuhfabrik tätig. In der Schuhfabrik tätig, als Arbeiterin? Als Arbeiterin, ja. Mhm. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du doch eigentlich permanent ein schlechtes Gewissen hast deinem Freund gegenüber. Habe ich, ja. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt beichten soll oder nicht beichten soll. Das ist natürlich hart. Das ist natürlich hart. Wenn du ihm erzählst, hier die ganzen 3 Jahre, wo wir zusammen sind, gehe ich nebenher auf den Strich oder ist meine Nebentätigkeit die einer Prostituierten, fällt er natürlich komplett vom Glauben ab, ne? Ja, eigentlich glaube ich schon, ja. Zu Recht auch. Weil es ist ja so ein Vertrauensbruch ohne Gleichen. Ja, schon. Ich habe zwar schon mal die Anspielung gemacht, was er von Prostituierten hält. Mhm. Und er sagte, naja, war Gott, das ist das älteste Gewerbe der Welt, aber da habe ich gesagt, was würdest du machen, wenn ich das jetzt machen würde? Da dachte er, kommt drauf an, sagt er. Aha. Aha. Also keine Empörung direkt. Nee, er ist eigentlich relativ offen, was das angeht. Mhm. Aber so recht beichten wollte ich dir jetzt auch nicht und sagen, Also du suchst so einen Schleichweg nach dem Motto, dass du ihm sagst, du könntest ja jetzt mal damit anfangen, ohne ihm zu erzählen, dass du es schon so lange machst. Meinst du sowas? Ja, ich habe da so hintenrum versucht, das mal zu erwähnen. Wäre denn, denken wir mal ganz andersrum, wäre denn auch eine Möglichkeit, dass du die Sache sein lässt? Oh, gut, drauf verzichten könnte ich schon, ja. Ja, aber auf das Geld nicht, was du da verdienst. Nee. Wie viel verdienst du denn da nebenher so? Oh, das ist unterschiedlich, so 100, 200 Euro im Monat. Im Monat nur? Ja, nee, ich mach das auch so. Ich habe auch so gewisse Stammkunden nur. Also ich, Ja, wie oft hast du Kunden in der Woche, sagen wir mal? Oh, wenn es hochkommt, 2 am Tag. 2 am Tag? Ja. Ja, dann kommst du auch mehr als auf 100 Euro im Monat. Nee, ich bin ziemlich preiswert. Ja, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was kostet es denn bei dir? Französisch 25 Euro und Verkehr 50. Na gut, aber kommt ja dann doch einiges zusammen im Monat. Naja, wir müssen jetzt auch nicht die ganzen hier klein rechnen. Also du bist, das ist nicht sehr, sehr viel, was du da verdienst. Und du bekommst die Kunden, schaltest du Anzeigen oder wie machst du das? Ich hab vor Jahren mal Annoncen geschalten und habe mir jetzt mittlerweile so einen Stammkundenkreis aufgebaut, dass ich jetzt nicht mehr keine Annoncen mehr schalten brauche. Verstehe. Und die kennen meine Telefonnummer, meine Handynummer, also ja. Privat- und Handynummer. Machst du es denn immer hoffentlich und zumindest geschützt? Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Also davon abgesehen, das wissen die auch. Also ohne Kondom und so läuft sowieso nichts. So, Steffi, jetzt bleibt mir das Problem. Was machen wir mit dem Freund? Ja. Ich frage dich jetzt, du überlegst nicht, so schnell in der nächsten Zeit den Job dran zu geben? Nee, eigentlich
wirklich, solange wie ich jetzt hier noch alleine wohne, will ich ihn auch gar nicht aufgeben. So. Du willst ihn nicht aufgeben, hast aber ein schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber. Ja. Und jetzt sind 3 Jahre rum und jetzt ist das schlechte Gewissen so groß, dass du gedacht hast, jetzt rufe ich mal den Domian an. In der Hoffnung, dass du mir eventuell einen Tipp geben kannst. Ja. Aber der Tipp, der da vielleicht kommt, ist, ist schwierig zu umzusetzen. Mhm. Ne? Also, was ich bescheuert finde, da gibt es gar nichts zu reden, ist, den Freund 3 Jahre so elementar zu belügen. Finde ich schlimm. Dass das gewisse S-Wort ist, das weiß ich, ja. Mhm. Wie ist denn dein Gefühl zu deinem Freund? Würdest du sagen, dass du schon diesen Mann sehr liebst, dass er dir sehr wichtig ist? Verschonen will ich ihn eigentlich nicht. Bitte? Verschonen will ich ihn nicht. Was heißt verschonen willst du nicht? Wie sagt man so schön, Butter auf der Fische. Also schon die Wahrheit sagen. Ja. Nein, meine Frage war ja, ich frage es ganz klar, liebst du ihn? Ja. Du liebst ihn sehr? Ja. Ja. Mhm. Tja, Steffi. Ich weiß nicht. Ich meine, wenn du jetzt die Wahrheit sagst, was natürlich der sauberste und korrekteste Weg wäre, ist natürlich die Gefahr riesig, dass der sagt, nee, und tschüss. Einerseits. Andererseits, du hast ja schon so ein bisschen vorgefühlt bei ihm. Mhm. Vielleicht tickt der auch ganz anders und sagt, okay, ich kann das verstehen, du warst in finanziellen Nöten und okay, es ist, wie es ist und mach's weiter. Aber ich weiß nicht, du kannst ihn einschätzen. Wie würde der sogar sagen, mach es weiter? Gut, meine Finanzen kennt er. Ich hab, er weiß, dass ich Arbeitslosengeld kriege, also jetzt Hartz IV. Mhm. Und er hat mir auch mal angeboten zu sagen, ja, dann kommt zu mir, dann zieh zu mir. Mhm. Aber dadurch, dass er so selbstständig ist und dementsprechend auch die dementsprechende Kohle verdient, mhm, würde ich vom Arbeitsamt kein Geld bekommen. Mhm. So verdienst du schwarz nebenher, was natürlich auch nicht in Ordnung ist. Ne? Da müssen wir gar nicht weiter darüber diskutieren. Wie empfindest du überhaupt diesen Job als Hure? Ja, okay, dadurch, dass ich die Leute schon mittlerweile kenne, die kommen und eine gewisse Freundschaftsbasis läuft. Macht dir das nicht viel aus? Nee, stört mich das auch nicht weiter, weil ich immer von Anfang an, wo ich das, seitdem ich den Job mache, gesagt habe, ich mache nur auf Sympathiebasis. Und teilweise die Leute, die kommen, streichen mir die Bude oder renovieren mir auch nebenbei noch die Wohnung, sage ich jetzt mal. Verstehe schon. Steffi, das ist so verfahren, ich weiß da keine goldene Lösung, außer wirklich rundherum zu beichten. Wie du sagst, ich will ihn nicht verschonen. In der Hoffnung, dass er damit umgeht und ihr irgendwie vielleicht auch noch einen Weg findet. Ich könnte damit nicht umgehen, wenn ich dein Freund wäre. Für mich wäre dann Schluss, sage ich dir ehrlich. Aber vielleicht ist er anders. Naja, ich weiß nicht, gut, jetzt müsste ich wahrscheinlich nochmal drauf. Eventuell, wenn ich nachher nochmal mit ihm telefoniere, eventuell ihn dann mal mit der Nase drauf stoße und sagen, hallo, ja. Aber ich nehme das schon ernst, wenn du dich jetzt hier meldest nach 3 Jahren, dass dir das schon in der Seele, schwer auf der Seele liegt, ne, die ganze Sache. Ja, sicher. Mhm. Ich habe ja auch aufgrund dessen ja schon mal die Anspielung gemacht, was hältst du von Huren und so. Ich habe verstanden, hast du ja gerade schon erzählt. Und Steffi, dann sag's ihm. Dann hast du deine Seele zumindest freigesprochen und wie er dann reagiert und was du dann für Konsequenzen zu tragen hast, das ist dann die nächste Frage. Aber da musst du dann unter Umständen bereit sein, die zu tragen, wenn er dich verlässt. Gut, muss ich mitleben dann, ja? Ja, du musst mitleben. Steffi. Jo. Toi, toi, toi. Alles klar. Tschüss. Jo, danke, tschüss. Weiter geht es mit Regine und Regine ist 24 Jahre alt. Hallo Regine. Hallo Domian, hallo. Ich grüße dich. Ja, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Erstmal ein großes Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Ich bin ein großer Fan. Das freut mich. Also, bei mir geht es um Folgendes. Und zwar gehen mir seit einem Dreivierteljahr, seit Januar diesen Jahres, die Haare aus. Ach, seit Januar? Ja, also ich bin 24 Jahre alt, ja. Ich weiß nicht genau. Wie, die Kopfhaare? Ja, die Kopfhaare. Fallen, also auch nur die Kopfhaare. Nur die Kopfhaare. Fallen immer mehr aus. Genau, und festgestellt habe ich es eigentlich erst, also mir sind immer viele Haare ausgegangen, ist auch nichts Abnormales,
Kann ja auch mal ein paar mehr an der Bürste oder was hängen bleiben. Mhm. Und im Februar stand ich dann im Bad und kämme meine Haare durch und sehe, boah, 6 Zentimeter große, kahle Stelle am Hinterkopf. Oh. Und da kriegst du natürlich als Frau mit langen Haaren natürlich, ja, einen Riesenschock. Genau, wie lang waren deine Haare? Ja, so 20 Zentimeter über die Schulter. Mhm. Also schon relativ lang. Mhm. Und viele und dick und alles wunderbar. Also ich habe meine Haare wirklich geliebt. Und ja. Es war natürlich ein recht großer Schock. Und mein nächster Weg war dann eigentlich von Arzt zu Arzt zu laufen. Ja. Und das abklären zu lassen. Wo ging man da hin? Ich würde zuerst zum Hautarzt gehen vielleicht, oder? Ja, doch, das habe ich auch gemacht. Ja. Habe ich sogar gemacht, bevor ich das entdeckt habe. Ja. Weil ich ja schon gemerkt habe, es gehen irgendwie zu viele aus. Mhm. Und bin dann aber im Endeffekt in der dermatologischen Klinik gelandet, wo man mir dann gesagt hat, also es gibt... Man findet den Herd nicht. Es ist eigentlich ein sehr... Also es ist eine Krankheit. Es ist eine Krankheit, die bezeichnet ist als kreisrunder Haarausfall, heißt Alopecia areata, also nur ein Gebiet. Es können ja auch alle Haare ausgehen. In dem Sinn hatte ich noch Glück sozusagen. Ja. Aber man findet einfach nicht die Ursache. Zwischenfrage, bevor du es weitererzählst. Wie siehst du im Moment aus, damit ich mir so eine Vorstellung machen kann? Ach so, im Moment siehst du gar nichts. Also ich bin eigentlich ein Glückspatient bei der ganzen Sache. Also das, wo die Haare ausgefallen sind, ist wieder etwas nachgewachsen? Ja, bei mir wächst gerade so 2-3 Zentimeter. Es hat so angefangen mit so einem kleinen Babyflaum und jetzt habe ich mal wieder ein paar. Ich dachte, da, wo das rausfällt, ist es dann für immer auch Schluss, dass dann nichts mehr kommt. Nee, das muss nicht sein. Das ist, also es kann sein, dass es vernarbt, aber es kann auch sein, dass es nicht vernarbt und dass einfach die Haarwurzeln ganz normal bleiben. Aber dass der Körper eben, also der Körper, das ist eine Immunreaktion, er stößt deine Haare einfach ab. Ja, aber komisch, aber seltsam ist ja, dass es dann nur die Kopfhaare sind, nicht die Haare an anderen Stellen am Körper. Kann auch passieren. Also es gibt genügend Fälle und es gibt auch wirklich vom Kleinkind bis ins hohe Alter. Mhm. Es kann immer wieder kommen. Ich bin jetzt vielleicht ein Patient, wo es wieder besser wird. Mhm. Aber was ich einfach gemerkt habe und was ich dir erzählen möchte, ist, dass ich gemerkt habe, dass es mich total, also dass ich dieses Jahr ein Hoch und Tief durchgemacht habe an Gefühlen, an, also mir kommt schon ganz schlecht vor, wenn ich vorher, er hat sein Bein verloren und ich komme hierher mit meinen Haaren, weil genau das denke ich mir immer, mein Gott, du und deine Haare, lieber hast du da weniger Haare auf dem Kopf oder keine Haare mehr, als dass du irgendwie dein Bein oder dein Arm verlierst. Und bist sonst gesund. Aber natürlich ist es trotzdem ein Riesenschock, den man einfach nicht, also ich konnte ihn wahnsinnig schlecht verarbeiten. Ich vermute, dass das wirklich für eine Frau auch noch schwieriger ist. Ja. Für einen Mann, okay, dann schneidet man sich die Haare halt ganz ab und ja, ist auch oder gut. Ist vielleicht auch ein bisschen offen, also es kommt halt öfter vor. Man sieht es öfter, dass einem Mann mal mehr eine Platte auf genau, dem Kopf hat. Ganz genau, ja, ja. Mhm. Kreisrunder Haarausfall nennt man das, ne? So im Volksmund, glaube ich. Gibt es da jetzt medikamentöse Sachen, die das bei dir gestoppt haben? Oder ist das ein Zufall, dass sich das ein bisschen erholt wieder? Also es hat sich nicht erholt, muss man schon auch sagen. Es wächst zwar diese Stelle wieder zu, aber ich merke deutlich, dass mir immer noch die Haare ausgehen, was mich natürlich weiterhin irgendwie beunruhigt. Hast du die Medikamente eingenommen? Jein. Also es gibt eine Therapie, die aus Zink und Cortison besteht. Also Zink zuführen, um das Immunsystem zu stärken, damit der Körper einfach wirklich auf den Herd geht, wenn du dir irgendeinen Infekt einfährst, aber nicht deine Haare eben abstößt. Und Cortison, um zu testen, dass der Körper auch wieder Haare produzieren kann. Mhm. Aber das ist ja auch keine Dauerlösung. Nee, ne? Eben, es ist Symptombehandlung im Prinzip. Ja. Was haben die Ärzte dir denn gesagt? Ist das eine Krankheit, eine Erkrankung, mit der du wirst leben müssen? Oder besteht die Chance, dass die irgendwann zum Stillstand kommt und aufhört? Es kann sein, dass sie zum Stillstand kommt und nie wiederkommt. Es kann sein, dass sie zum Stillstand kommt und in 10 Jahren wiederkommt. Ah, ja. Es kann sein, dass es immer so weitergeht. Wie bei vielen Autoimmunerkrankungen. Ja. Genau so ist es. Ja. Und es kam bei dir dann auch relativ plötzlich jetzt im Januar, wie du gerade erzählt hast. Also wirklich von heute auf morgen. Ja. Und ohne Hintergrund, also ohne, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, ich bin jetzt gerade in einer psychisch labilen Geschichte drin oder sowas. Hast du denn schon so den schlimmsten Fall mal so durchgespielt, was passieren würde, wenn es also noch dramatischer wäre? Was machst du denn dann? Also ich habe jetzt vor kurzem, es gibt ein Buch von einer Dame, die mit 19 Jahren ihre ganzen Haare verloren hat und lebt seit 25 Jahren ohne ihre Haare. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, weil es endlich mal jemand war, der das Ganze so angesprochen hat, mir aus der Seele gesprochen hat, wie man sich fühlt. Könntest du dir das... Das ist so schwer. Es gibt ja Models, die
die Haare geschoren haben, ne? Und die sieht toll aus irgendwie. Ja, natürlich. Das schreibt sie ja auch. Sie hat wahnsinnig viel Erfolg auch damit gehabt, dadurch, dass sie keine mehr Haare mehr hatte. Ich habe einen Freund, ich habe einen super lieben Freund. Ich habe ganz viele Freunde, die da hinter mir stehen und die das wissen. Und ich komme auch immer mehr damit heraus. Und ich bin mir sicher, ich hätte kein Problem damit, von meinem Umfeld akzeptiert zu werden. Dass ich mich selber akzeptiere, ist aber das Schwierige. Das ist der Punkt, ja. Also das ist eigentlich das einzig Schwierige, dass du nicht mehr der Mensch bist oder dass du dir einfach dein altes Leben zurückwünschst. Soweit ich informiert bin oder was ich so mitbekommen habe hier in der Sendung und auch gelesen habe, ist diese Krankheit gar nicht mal so wenig verbreitet. Ja, richtig. Also es gibt 1 Million Leute, sagt man circa, die davon betroffen sind. Demzufolge müsste es doch auch überall Selbsthilfegruppen geben. Hast du das hier mal geschaut? Ja, gibt es auch. Bin ich auch gerade drauf und dran, mich da doch drum zu kümmern, weil ich merke, dass es einfach ohne... Würde ich machen an deiner Stelle. Unterstützung gar nicht. Ja, ne, vor allen Dingen bist du damit mit Betroffenen zusammen, da kann man reden, da kann man Erfahrungen austauschen und den einen oder anderen wirklich einen Tipp bekommen, wie man dann auch damit umgehen. Wenn du möchtest, können wir immer uns hier schlau machen und gucken, ob wir dir vielleicht sogar die eine oder andere Gruppe in deiner Umgebung nennen können. Ja, das ist ja nett. Ja? Ja. Dann würde ich sagen, das machen wir glatt, Regine. Aha. Meine Psychologin ruft dich an. Sehr gern. Es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Und hoffe sehr, sehr, dass dieser Verlauf so bei dir sein wird, wie du es gerade gesagt hast, dass es nicht so dramatisch wird, sondern dass es zu Stillstand kommt oder vielleicht nur ganz langsam vorangeht. Dennoch solltest du wirklich auf der Hut sein und dich schon so ein bisschen vortrainieren für den schlimmeren Fall, damit du dann nicht ganz umgehauen bist. Meinst du, das geht? Ich meine, das kann man wirklich, man kann seine Psyche irgendwie drauf vorbereiten? Ja, glaube ich. Aha. Warte ich mal drüber nachdenken. Mhm. Ein guter Hinweis, danke. Ich glaube schon. Ich würde auch, vielleicht nervt dich das auch in diesen Selbsthilfegruppen. Das ist nicht für jeden Menschen was, eine Selbsthilfegruppe. Nee, finde ich, also ausprobieren auf jeden Fall. Ausprobieren, ja. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, wenn du sagst, dich damit beschäftigen, ich denke auch bei mir ist es so eine Rückkopplung, weißt du, wenn man sich zu sehr in eine Krankheit zum Beispiel reinsteigert, dass es dann eben nicht zum Stillstand kommt. Und ich denke mir, umso weniger ich mich eigentlich mit meinen Haaren auseinandersetze, ist auch umso ein Standpunkt. Mehr ist die Chance vielleicht auch da, ist, glaube ich, das Ganze... Ja, ist, glaube ich, eine Typfrage. Ist eine Typfrage. Wobei, man soll sich dann ja auch nicht reinsteigen, sondern einfach vielleicht mal, ich meine, das, was du da gemacht hast, du hast dieses Buch von dieser Frau gelesen. Und offensichtlich hat dir das Buch gut getan. Ja. Das meine ich, dass man sich zumindest schon mal so ein bisschen mit beschäftigt, was wäre, wenn. Aber es natürlich auch nicht übertreiben sollte und es vielleicht auch noch so hinnimmt und genießt, wie es im Moment ist. Ne? Ja. Also das ist so eine individuelle Sache und eine Gratwanderung und da muss man sehen, wie man selbst da so gestrickt ist. So, jetzt legst du auf, wir rufen nochmal an gleich. Super. Alles Liebe. Ja, tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, und weiter geht es mit der Christiane. Und Christiane ist 38 Jahre alt. Hallo, Christiane. Hallo, Domian. Hallo. Schön, dass du da bist. Um welches Thema geht es bei dir? Ja, mein Problem ist eigentlich, dass ich einen Freund habe seit 19 Monaten. Und im Moment kriselt es extrem, weil er einfach nicht bereit ist, auf irgendeine Zukunft hinzuarbeiten. Also ich darf unter der Woche zu ihm nicht nach Hause. Oder wenn, muss ich anrufen und gucken, ob er da ist. Warum darfst du nicht nach Hause zu ihm? Gut, er ist beruflich immer viel unterwegs. Aber er ist Single, er hat nicht noch eine Frau oder irgendwas? Nein, er ist Single, er ist eigentlich ein ewiger Junggeselle. Mhm. Also schon ein sehr schwieriger Fall. Wie alt ist er? 47. 47. Wie lange ist seine Beziehung, längste Beziehung jetzt vorbei? Wie lange ist er Junggeselle? Also ich sag mal, seit 12 Jahren war da gar nichts und vorher waren es eigentlich keine Beziehungen, es waren nur Verhältnisse. Naja, dann wird man eigenartig, unter Umständen. Das sehe ich auch so, nur inzwischen wir sind jetzt gut über 1,5 Jahre zusammen und man sollte doch schon irgendwo anfangen, mal zu überlegen, wie es weitergeht. Ja. Was er mir auch versprochen hat, eigentlich vom Thema her, es ist für ihn klar, dass wir irgendwann zusammenziehen, aber wenn überhaupt, dann erst in 4-5 Jahren. In 4-5 Jahren? Ja, er will nichts überstürzen. Das ist aber ein sehr langsamer Mann. Wenn er jetzt gesagt hätte, in einem Jahr, aber 4-5 Jahre, das heißt ja so gut wie, ich will nie mit dir zusammenziehen. Ich sehe das auch so, nur ich zweifle da so langsam dran, ob ich da überhaupt richtig liege. Also inzwischen bin ich jetzt, aber bei 3 Wochen ist es ganz extrem, dadurch, dass er mich auf dem Stich gelassen hatte, weil ich hatte jetzt extrem starke finanzielle Probleme. Da wurde eigentlich nur auf mich herumgekloppt, ich wäre ja selber schuld, das weiß ich selber. Und hat er dich hängen lassen? Ja, im Grunde schon. Er hätte dir ein bisschen helfen können finanziell?
Das auch, aber die seelische Unterstützung war mir auch wichtig. Ach so, nicht mal seelisch hatte der beigestanden? Nein, ich habe nur draufgekloppt sozusagen. Ach, der Motto, du bist ja schuld. Ist er denn finanziell ganz gut dabei? Ja. Wenn ich fragen darf, wie viel Geld hätte dir geholfen? Sagen wir mal so, mich jetzt zu überbrücken, 400 Euro. Ach, und da hat er dir nicht geholfen? Nein. Er hat ja die 400 Euro nicht gezahlt und er hat noch auf die eingedroschen? Ja. Also im symbolischen Sinne? Nicht ja, im symbolischen Sinne. Mhm. Also es ist im Moment ganz extrem. Wir haben aber stundenlange auch Gespräche. Ich habe ihm meinen Standpunkt auch klar gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich will jetzt nicht morgen bei ihm einziehen, weil das würde auch nichts bringen, weil wenn ich so schon nicht zu ihm rein darf. Das ist aber schon komisch mit dem, ich darf nicht rein. Wenn ihr euch am Wochenende seht ihr euch dann? Ja. Bei dir oder bei ihm? Also am Wochenende oder Samstag auf Sonntag darf ich bei ihm übernachten. Und wie ist das dann, wenn du bei ihm bist? Ist es denn dann okay und entspannt und schön oder irgendwie auch komisch? Also solange ich mich ruhig verhalte, also nicht zu dem Thema sage, ist es in Ordnung. Aber es ist teilweise wirklich so, dass ich, wir frühstücken Sonntagmorgens zusammen, dann gehe ich runter ins Internet. Wenn ich dann nach oben komme, will ich eigentlich nach Hause, weil ich nicht weiß, was ich da soll. Ja, das ist ja ein tolles Wochenende. Du übernachtest mit ihm, dann frühstückst du und dann gehst du ins Internetcafé oder? Nein, ich gehe im Keller, weil er im Keller Büro hat. Und er sitzt oben? Ja, er macht dann seine Hausarbeit. Und ihr verbringt den Sonntag, wo man eigentlich schöne Sachen machen könnte, verbringt ihr nicht miteinander. Und du haust dann abends ab und fährst zu dir nach Hause. Gut, er kommt dann teilweise mit, wir unternehmen auch was, aber alles Sachen, die ihn eigentlich nicht interessieren. Was machst du denn da im Internet immer? Ja, ich gucke nach Arbeitsstellen und was man so macht dann. Ja. Wohnungen. Gut, aber das macht man jeden Sonntag, den ganzen Tag? Den ganzen Tag nicht, eigentlich bis zum Mittag. Und das geht immer so? Ja. Bisschen ein tristes, trauriges Leben, finde ich. Ja. Ne, für ein Liebespaar ist das ein bisschen traurig. Ja, ich habe ihm aber auch gesagt, eigentlich jetzt vor der Wahl gestellt, ich möchte eigentlich die gleichen Rechte haben, die er auch hat. Sprich, er kommt zu mir ja auch, wann er möchte. Mhm. Und das ist eigentlich täglich. Ach, das ist täglich? Ja, ja. Ach so. Und schläft er dann auch bei dir oder haut er abends wieder ab? Er fährt wieder nach Hause und das auch erst, seitdem ich ihm gesagt habe, dass ich die gleichen Rechte haben möchte. Warum kommt er zu dir? Bekochst du ihn? Nein. Das nicht? Das nicht. Also er kommt dann zu dir, um bei dir zu sein? Ja. Was macht ihr denn dann, wenn er kommt, ich gehe davon aus, er kommt von der Arbeit und abends zu dir nach Hause? Ja. So, und dann, was macht ihr dann? Ja gut, entweder wenn das Wetter mitspielt, gehen wir noch ein bisschen spazieren, gehen so irgendwo hin und ansonsten sitzen wir dann bei mir und gucken Fernsehen, unterhalten uns. Mhm. So, Grundfrage, wichtigste Frage, liebst du den Typ? Eigentlich schon, ja. Naja, eigentlich schon. Das ist das Schlimme daran. Eigentlich schon, aber irgendwie so ganz euphorisch auch nicht mehr, weil er dir den Spaß auch verdirbt. Das ist das Problem, ja, weil im Moment sehe ich einfach keine Zukunft irgendwo mehr. Ich habe ihm am Sonntag jetzt noch klipp und klar gesagt, wie ich eigentlich sehe, war er sehr offen und sehr ehrlich, also in allen Beziehungen und da kommt von ihm überhaupt nichts. Er versteht überhaupt nicht, warum ich es jetzt so eilig habe. Also, wenn ich es recht verstehe, geht es darum, gleiche Rechte für beide. Genau. Da muss man ja gar nicht drüber diskutieren, dass du ihn auch so besuchen kannst, wie er dich besucht. Ja. Ne? Das ist eine Problem. Das zweite Problem ist, dass du gerne mit ihm zusammen wohnen möchtest in einer Wohnung. Er das aber irgendwie überhaupt nicht will. Genau. Nun könnte man ja sagen, okay, wenn es nur das Wohnen ist, wenn der eine eben seinen Bereich da haben möchte, könnte man ja sagen, okay, wir suchen uns Wohnungen, die eng beieinander sind. Ja, er hat Eigentum. Okay, dann wie weit wohnt ihr auseinander jetzt im Moment? 3 Kilometer. Ach so. Ja gut, dann könnte man immer noch sagen, okay, wir behalten beide unsere Wohnungen und sind dennoch oft zusammen. Aber das geht ja nur auf der Basis, wie du gerade schon gesagt hast, gleiche Rechte für beide. Genau. Ne? Genau. Also irgendwie ist da eine Schieflage bei euch. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Und du bist und definitiv, du bist unzufrieden. Ja. 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 Und er macht zu und kümmert sich gar nicht drum. Nein, er sagt jetzt, ich setze ihn unter Druck, das läuft mit ihm nicht. Dann habe ich ihm gesagt, okay, dann musst du gehen, dann brauchst du auch nicht mehr wiederkommen. Aber meinst du nicht so ernst, ne, oder? Eigentlich schon, aber ich habe so das Gefühl, er versteht überhaupt nichts von dem, was ich meine. Und er hat in dem Sinne noch nie eine Beziehung gehabt. Das war ja auch immer so die Entschuldigung für ihn, sag ich mal. Also er ist ein richtiger Eigenbrödler. Ja. Und das ist jetzt schwer, ihn da aus seiner Vermauerung rauszuholen. Ja. Dann ist die Frage, wie wichtig du ihm wiederum bist und wie viel er da in die Waagschale wirft. Ne? Wie viel er dir entgegenkommt.
Interessant wäre das, finde ich, in dem Fall, wenn ihr beide zu einer Paarberatung gehen würdet. Dass da eine neutrale Person sitzt, so wie ich jetzt hier, und ihr beiden daneben. Und dann wird richtig geredet. Hm. Das finde ich gut. Macht er nicht, ne? Nein. Hm. Weil er hat auch so gesehen, er hat keine Freunde. Hm. Er spricht auch mit niemandem und seine privaten Sachen gehen sowieso niemandem. Christine, die Sendung ist gerade gleich vorbei, das sehe ich hier gerade. Ja. Du legst mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Okay, bis gleich. Bis tschüss. Bis gleich. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Malte E-Mails morgen 23:30 Uhr. Wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.